Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talk in der Markthalle Wismar. Unser Thema Europa, die Wahl 2024, Demokraten im Talk. Unsere Gäste: Paul Bressel, Europakandidat der FDP Mecklenburg-Vorpommern. Das Europäische Parlament ist als Regulierungsparlament bekannt. Das muss geändert werden, meint Bressel. Zudem soll der Mittelstand entlastet werden. Jascha Dopp, Kandidat der CDU Mecklenburg-Vorpommern für das Europäische Parlament, möchte die großen Vorteile, die Mecklenburg-Vorpommern in der Europäischen Union hat, erhalten. Ganz oben auf seiner Agenda die schwierige Migrationspolitik. Lukas Viola, Die Linke, Kandidat für das Europäische Parlament, ist davon überzeugt, dass Europa für die Menschen und nicht für die Konzerne da ist. Er möchte armutsfeste Mindestlöhne europaweit gewährleisten. Niklas Nienaers vom Bündnis 90 Die Grünen ist Mitglied im Europäischen Parlament und kämpft um seine Wiederwahl. Seine Partei steht in Europa für Klimaschutz, Zukunftsfähigkeit und nachhaltige Industrien für Mecklenburg-Vorpommern. Sabrina Repp ist die SPD-Kandidatin für das Europäische Parlament. Sie kämpft gegen rechtspopulistische Parteien, die Europäische Union abschaffen wollen. Europa muss gemeinsam daran arbeiten, Demokratie zu stärken. Für unseren Sender begrüßen Sie Charlotte Winkler und Thomas Böhm in der Markthalle Wismar. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Talk hier in der Markthalle Wismar. Spannendes Thema heute, nämlich Europa. Europawahlen stehen vor der Tür am 9. Juni. Wir haben uns, Sie haben es gehört, im Vorspann eine spannende Runde eingeladen von Europapolitikern, Kandidaten bzw. sogar Abgeordneten aus dem Europäischen Parlament. Und wir hoffen, das wird eine sehr spannende Diskussion. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, die AfD, die Alternative für Deutschland, einzuladen, weil wir einerseits gedacht hätten, wir wollen nicht so viel über die AfD reden hier, wollen nur am Anfang noch mal kurz erklären, warum wir sie nicht eingeladen haben. Und zwar denken wir, die AfD ist in den letzten Monaten, hat sich noch stärker gewandelt in eine rechtsextreme Partei, die nichts mit unserer demokratischen Grundordnung mehr am Hut hat in Teilen. Aber diese Teile sind wichtig in der Partei und tonangebend. Auch hier in Mecklenburg-Vorpommern ist die Partei rechtsextrem abgedriftet. Leif Erik Kolm, der Vorsitzende, der Landessprecher, wurde bestraft dafür, wurde aus dem Parteivorstand geworfen und musste in Erfurt Abbitte leisten bei Björn Höcke. Und Niklaus Kramer, Fraktionsvorsitzender im Landtag, der scheut sich nicht davor, mit Martin Sellner, dem bekannten österreichischen Rechtsextremisten, um die Blöcke zu ziehen und den Systemwechsel von rechts zu fordern. Und wir haben Ihnen auch nochmal ein Zitat mitgebracht von Björn Höcke. Und wenn man die AfD kennenlernen will, dann sollte man sich die Extremisten mal vor Ort anhören. Hören Sie selbst. Ein Bündnis, liebe Freunde, ein Bündnis aus erstarrten Altparteien, aus degenerierten Altgewerkschaften, aus verlotterten Amtskirchen und aus versifften Antifa. Und auch die Hauptstrommedien, wie er sie nennt, bekamen ihr Fett weg. Das politisch-mediale Establishment, das ist eine geschlossene transatlantische Politelite. Das sind die uns bekannten Globalisierungsextremisten, die wir hier finden, wie überall in der westlichen Hemisphäre. Da sind wir. Vielen Dank, dass Sie bereit sind, auch dieses strittige Thema natürlich AfD und Rechtspopulismus in Europa anzufassen. Herr Dopp, wie sehen Sie das Thema? Ist der Rechtsextremismus, auch der Rechtspopulismus für Europa eine Gefahr? Natürlich ist Rechtsextremismus und Rechtspopulismus in Teilen auch eine Gefahr für Europa. In der Einleitung haben Sie gesagt, dass Teile der AfD und auch signifikante Teile der AfD den Systemwechsel wollen, dass sie Demokratie ablehnen, dass sie teilweise auch extrem europafeindlich sind. All das sind natürlich Gefahren. Und gerade wenn die Grenze überschritten wird, wie das zum Beispiel bei Herrn Sellner ja auch ist und auch in anderen Teilen der AfD, dass dieses demokratische System, für das wir hier ja alle sitzen und für das wir auch kämpfen, dass das in Gänze abgelehnt wird, andere Systeme wieder eingeführt werden sollen,
dann ist das ganz klar abzulehnen und mit solchen Parteien kann man auch nicht kooperieren. Die CDU ist da auch glasklar, mit so einer Partei wird es keine Kooperation geben. Wo ich etwas differenzierter drüber urteilen würde, ist die Frage, ob man sich nicht dennoch mit den Argumenten und den Vertretern der AfD inhaltlich auseinandersetzen soll. Ich finde, also da gibt es einen Unterschied. Sie hätten gerne einen in der Runde gehabt hier. Also wir hatten schon mal eine Runde gemeinsam mit Herrn Beckmann, dem Kandidaten hier für Mecklenburg-Vorpommern, den ich vorher noch nicht kannte. Und um es mal so zu sagen, unabhängig davon, dass ich natürlich eine Kooperation mit dieser Partei komplett ablehne, fand ich es doch schon recht interessant und auch entlarvend, ihn mal durchdeklinieren zu lassen, warum seine Partei eigentlich einen Dexit, also einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union, so gut findet. Da kam nämlich relativ viel Unsinn. Und sich mit diesem Unsinn mal auseinanderzusetzen und den auch mal vorzuführen, hat natürlich auch was in der Demokratie. Ich weiß, es ist eine sehr komplexe Diskussion und ich verstehe auch Ihre Argumente. Ich glaube nur, es gibt auch Gegenargumente. Machen wir mal weiter. Herr Ninas, wie sehen Sie das denn? Ist denn die Gefahr wirklich da? Die Gefahr ist da im Rechtspopulismus von der AfD für Europa? Ja, wir sehen das ganz klar, dass die eine Gefahr darstellen für unsere Demokratie. So wie Herr Dopp das schon gerade gesagt hat, Rechtsextremismus will die Demokratie abschaffen. Sie wollen dafür sorgen, dass wir eben in einem autoritären Staat aufwachsen, wo man eben nicht mehr seine Meinung sagen kann, wo man nicht mehr zur Wahl gehen kann. Und deswegen müssen wir uns da wirklich als Demokraten auch entgegenstellen. Und ich sehe da eine sehr, sehr große Verantwortung, insbesondere bei unseren konservativeren Freundinnen und Freunden, weil es doch wichtig ist, da eine klare Grenze zu ziehen. Was mir dabei dann auffällt, ist, dass insbesondere die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Spitzenkandidatur schon gesagt hat, oder in der Debatte der Spitzenkandidaten gesagt hat, sie weiß noch nicht, ob sie sich komplett abgrenzen möchte von ganz rechts, insbesondere von Giorgia Meloni. Ja? Giorgia Meloni, eine Postfaschistin, bezeichnet sich selber so, sagt selber, dass der italienische Faschismus aus den 30er Jahren ja jetzt gar nicht so das Schlimmste wäre. Und ich finde, das muss man immer klar machen. Es gibt nicht nur Nationalsozialismus in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und dagegen anzukämpfen, ist eine Aufgabe für uns alle Demokratinnen und Demokraten. Und da müssen wir uns immer wieder gegen stellen. Aber es zeigt sich auch, und das hat mich dann doch noch überrascht, dass insbesondere Marine Le Pen, also die französischen Rechtsextremisten, denen war die AfD zu weit rechts. Und ich glaube, das sagt dann doch noch mal einiges aus. Die haben sich getroffen und gesagt, wir wollen hier ein bisschen bürgerlicher rüberkommen. Das darf über eins nicht hinwegtäuschen. Aber da wird versucht, der Schein aufgemacht zu werden. Sie haben jetzt ganz kurz Gelegenheit, um mal zu reagieren. Und Ursula von der Leyen wollten Sie in den Schutz nehmen. Das auch, ja. Vor allen Dingen finde ich aber sehr interessant, dass Herr Niklas Ninas selber gerade eine Differenzierung vorgenommen hat. Dass er also noch mal gesagt hat, es gibt sehr wohl Unterschiede zwischen den europäischen rechten Parteien und auch rechtsextremen Parteien. Nun finde ich den Unterschied zwischen Marine Le Pen und der AfD bemerkenswert. Dennoch würde er mir nicht dazu verleiten zu sagen, mit Marine Le Pen kann man zusammenarbeiten. Herr Ninas weiß aber auch, dass es im Europaparlament verschiedene Fraktionen rechts von der CDU gibt. Und die beiden Parteien, über die wir jetzt gesprochen haben, AfD und die Front National in Frankreich, inzwischen heißen sie RN, die sind in der Fraktion I und D. Die sind noch mal deutlich weiter rechts als zum Beispiel Frau Meloni. Ja. Von daher plädiere ich dafür, dass man auch da genau differenziert. Und das tut Frau von der Leyen. Herr Ninas kann das bestimmt im Gespräch hinterher mit mir noch mal ein bisschen mehr differenzieren. Wir bleiben in Deutschland, Frau Repp. Wir waren sehr froh, als Anfang des Jahres wirklich Millionen Menschen in Deutschland auf die Straßen gegangen sind und sich ganz klar gegen Rechtsextremismus positioniert haben. Also die Zivilgesellschaft ist durchaus da und nicht, wie die AfD gesagt hat, von der Regierung gesteuert oder wie auch immer, sondern es haben viele aus innerster Überzeugung getan, sind für die Demokratie mit auf die Straße gegangen. Wie haben Sie das empfunden und wie empfinden Sie das heute, wenn Sie sagen, okay, die AfD könnte mit ganz viel Stimmen auch ins Europaparlament mit einziehen? Also genau diese Demokratiebewegungen haben uns ja gezeigt, dass es sehr, sehr viele Menschen in einer breiten Gesellschaft gibt, die sich für unsere Demokratie jeden Tag eigentlich stark machen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist eben aufgrund dessen, was die AfD dort in Potsdam mit ihren Remigrationsplänen vorangetrieben hat, dass die Reaktion darauf war, dass eine breite Gesellschaft auf die Straße gegangen ist und gesagt hat, wir setzen uns für Demokratie ein, wir machen uns für unsere Demokratie stark. Nichtsdestotrotz, ich warne auch immer davor,
diesen Rechtsruck in Europa jetzt vor der Wahl als eine Art selbsterfüllende Prophezeiung zu betrachten. Es ist gerade wichtig, dass wir jetzt, wir haben nicht mehr ganz 3 Wochen bis zur Wahl, dass wir alle vor Ort, in unseren Vereinen, auf Arbeit, in unseren Organisationen dafür kämpfen, dass die AfD und dass in Gesamteuropa die Rechten weniger Prozente bekommen. Wenn wir jetzt schon alle sagen, ja, es wird ein Rechtsruck kommen und ja, vielleicht sagen das Umfragen voraus, müssen wir uns dennoch bewusst machen, dass wir es alle in der Hand haben, in ganz Europa das zu verhindern und deswegen am 9. Juni zur Wahl gehen müssen und einer demokratischen Partei unsere Stimme geben müssen. Ja, liebe Zuschauer, das können wir gar nicht oft genug machen. Natürlich aufrufen, dass Sie natürlich am 9. Juni zur Wahl gehen, Europawahl und Kommunalwahl in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, Herr Fiola, Sie schließen sich wahrscheinlich den Meinungen Ihrer Kollegen an oder eher nicht. Was sagen Sie? Ich finde es immer sehr spannend zu sagen, wir müssen uns mit den Rechtsextremisten auseinandersetzen, weil wir haben ja in der Vergangenheit gelernt, dass das in dieser Form nicht mehr möglich ist. Debatten mit der AfD beispielsweise zusammen führen unweigerlich dazu, dass eine sogenannte künstliche Wahrheit in den Raum gestellt wird und dann alle anderen demokratischen Parteien sich daran abarbeiten. Und genau das ist eine sehr effiziente und einfache Strategie, weshalb wir als Linke sagen, es ist Stopp. Jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, wo wir sagen, wir können mit der AfD in der Form, in der klaren rechtsextremistischen Haltung keinen Dialog mehr suchen. Wir müssen uns als Demokratie abgrenzen und wir müssen, was längst überfällig ist, das Verbot der AfD auf Bundesratsebene diskutieren und in Gang leiten. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass man mit Rechtsextremisten diskutieren kann, dass ihre Punkte in der Form valide sind. Und ich warne auch davor, denn die anderen demokratischen Parteien neigen dann, am Beispiel von der Leyen merken wir das ja, gerne dazu, die Schlagworte der Rechtsextremen zu übernehmen, quasi auch nach rechts zu gehen mit dem Kalkül, vielleicht fangen wir ja ein paar WählerInnen wieder ein. Die Menschen wählen das Original und nicht die, die sich anbiedern. Deswegen klare Kante gegen rechts. Ja, Herr Bressel, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Sie auch diese inhaltliche Auseinandersetzung gerne befördern wollen. Jetzt spiele ich mal Björn Höcke und liefere Ihnen ein Argument und hoffe, dass Sie mir erwidern können. Und zwar, die Europäische Union muss sterben, damit Europa leben kann. Ja, das ist natürlich völliger Bullshit, muss man auf Deutsch so sagen. Ich bin da völlig anderer Meinung wie mein Vorredner. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir uns inhaltlich mit der AfD auseinandersetzen. Denn das haben wir die letzten Jahre nicht getan. Wir haben 10 Jahre die AfD ausgegrenzt und in den letzten 10 Jahren haben wir gesehen, wo das hingeführt hat. Ich finde auch das Beispiel in der Welt sehr gut, als euer Kollege dort mit Björn Höcke zusammen das Interview geführt hat. Es hat einen Björn Höcke dort entlarvt und das wäre auch meine Strategie. Die AfD muss inhaltlich entlarvt werden und darf nicht ausgegrenzt werden. Deswegen bin ich auch kein Freund davon, dass Herr Beckmann hier heute nicht eingeladen wurde. Ja, ganz klare Position, ganz klare Stellung dazu. Danke, Herr Bressel, dafür. Wir wollen jetzt aber dieses Thema gerne abhaken und wollen wirklich jetzt inhaltlich mal diskutieren. Und zwar, Sie wollen alle nach Europa, beziehungsweise Herr Nienaß ist schon in Europa. Wie ist das, Herr Nienaß? Nehmen Sie da so eine gewisse Ohnmacht des Europäischen Parlaments wahr? Sie würden ganz gerne richtig mitentscheiden, aber das Europäische Parlament ist ja vielleicht nur verschiedenen europäischen Institutionen nachgeordnet und kann gar nicht so viel entscheiden. Oder wo sehen Sie die Aufgabe? Nein, das Europäische Parlament hat ein Mitbestimmungsrecht, genauso wie der Rat. Die beiden Institutionen entscheiden gemeinschaftlich, was gesetzt wird, bei jedem einzelnen Gesetz. Wo ich aber tatsächlich mein Problem mit habe oder wo ich mir mehr wünschen würde, ist einerseits, dass wir mehr Einfluss bekommen. Schauen Sie sich Bundestag und Bundesrat an, da gibt es auch ein Gleichstimmungsgesetze und da gibt es auch immer ein Gleichgewicht. Aber irgendwann, aber in einem gewissen Punkt heißt es dann, okay, der Bundestag kann den Bundesrat überstimmen, einfach weil es die direkt gewählte Institution, das direkt gewählte Parlament ist. Ja, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, Herr Nienaß, und zwar Landwirtschaft. War ja gerade sozusagen, wo die Grünen ja wieder Abstriche jetzt in Kauf nehmen mussten, europaweit, während bestimmte sozusagen Regeln durch den Europäischen Rat, durch die Europäische Kommission einfach zurückgenommen und das Europäische Parlament wird gar nicht richtig gefragt. Nein, das stimmt nicht.
Das Europäische Parlament wurde gefragt und das Europäische Parlament hat die Entscheidung getroffen, die ich für falsch halte, das nicht zu debattieren und das abzulehnen, sondern einfach zuzustimmen. Das ist die Entscheidung des Europäischen Parlaments, aber es ist nun mal die Entscheidung des Europäischen Parlaments. Das ist eine Entscheidung, die ich meinen Kolleginnen und Kollegen vorwerfe, weil ich es für falsch erachte, darüber nicht zu reden, das Ganze einfach so unter der Hand weglaufen zu lassen. Aber ich will nicht damit sagen, und das sollte man auch nicht tun, dass das Europäische Parlament sich dadurch klein macht oder dergleichen. Lassen Sie mich diesen Satz noch sagen, was ich mir wünsche, ist, dass das Europäische Parlament endlich mehr Courage bekommt, endlich mehr einsteht für das, was es kann, die Macht nutzt, die es hat. Denn wir haben die Macht, zum Beispiel auch Kommissionspräsidentschaftsvorschläge vom Rat einfach abzulehnen, zu sagen, nein, neuer Vorschlag, lieber Rat. Das haben wir uns damals nicht getraut bei Ursula von der Leyen, obwohl sie nicht Spitzenkandidatin war. Und ich hoffe, dass wir dieses Mal und vielleicht auch mit anderen Kollegen hier am Tisch den Mut zusammenfassen und wirklich sagen, wir sind Demokraten und wir setzen uns für die Rechte unserer Bürgerinnen und Bürger wirklich ein. Und das halten Sie selbst für realistisch, für ein realistisches Szenario? Oder sagen Sie nicht da auch, wie bei der Landwirtschaftsentscheidung wieder, da gibt der Rat irgendwas vor, was unbedingt durchgesetzt werden muss und Sie haken ab dahinter? Nein, wir haben wirklich gesehen, gerade im letzten Parlament hatten wir sehr, sehr viele Abgeordnete, die in ihrem Land in der Opposition waren, die sehr jung waren. Und dadurch haben wir ein sehr dynamisches Parlament geschaffen, das wirklich auch in den letzten 5 Jahren schon wirklich große, große Schritte in die Demokratie vorwärts gemacht hat und sich mehr getraut hat. Und ich glaube wirklich, dass in dem nächsten Parlament wir gerade diese Strukturen ja auch aufrechterhalten werden, darauf aufbauen werden und dadurch noch demokratischer, noch stärker für die Bürgerinnen und Bürger einstehen werden. Und deswegen bin ich da sehr, sehr zuversichtlich. Aber das ist ja die eine Frage, wie macht man Demokratie? Die andere Frage ist, was entscheiden wir dann? Und das ist eben eine Sache, wo es ja dann um die Inhalte der Parteien geht. Und wie gesagt, da stehe ich dann in krasser, krasser Diskrepanz zu meinen Kolleginnen und Kollegen. Hm. Herr Dopp, es sieht so aus, als ob Sie Herrn Nienaß auch schon zugestimmt hätten durch Körpersprache. Sie lachen jetzt auch. Erklären Sie sich. Ja, also ich kann einfach nur sagen, ich teile seinen Enthusiasmus dafür, dass das Europäische Parlament als Herzkammer der europäischen Demokratie natürlich seine Macht ausspielt und auch konkrete Entscheidungen trifft. Es ist in der Tat nicht, so wie es ja anklang, nicht ganz richtig, was immer wieder kolportiert wird, aber auch das hat Herr Nienaß schon fulminant dargelegt, dass das Europäische Parlament keine Macht hätte. Es hat schon Machtbefugnisse, die müssen noch weiter ausgebaut werden. Ich glaube auch bei der Einführung des Initiativrechts sind Herr Nienaß und ich glaube auch die anderen Kollegen hier am Tisch uns absolut einig, dass das eine gute Sache ist. Völlig richtig ist auch, dass man natürlich erstmal darüber debattiert, wie die demokratischen Prozesse stattzufinden haben. Da sind wir uns alle, glaube ich, sehr einig. Und dann natürlich hinterher in der Sache streitet. Und da sind wir teilweise ganz anderer Meinung. Und genauso soll es in der Demokratie auch sein. Die eine Sache, die ich sagen muss, ist, so sehr ich mir auch, genau wie Herr Nienaß wünsche, dass wir zum Spitzenkandidatenprinzip zurückkehren und das auch richtig verankert wird, muss ich sagen, dass ich glaube, da hätten wir schon beim letzten Mal, aber spätestens bei diesem Mal, vorher Nägel mit Köpfen machen müssen. Ja. Es hätte also unbedingt verbindlich festgelegt werden müssen, und zwar in einer Auseinandersetzung auch mit dem Europäischen Rat. Herr Dopp, vielleicht kriegen wir immer nur die Spitze des Eisberges mit, aber wenn man so die Entscheidungen durchgeht, die vielleicht auch in Ihrer Legislaturperiode gefallen sind, dann waren das ja durchaus gute Entscheidungen, auch für den Bürger in Europa. Zum Beispiel, ich weiß, war das in Ihrer oder davor, die Roamingkosten europaweit sind weggefallen. Ne, also, aber dann wird natürlich immer kolportiert, das machen die Medien natürlich gerne, zum Beispiel die Krümmung der Gurke. Ne, also wahrscheinlich ist das ein Klischee. Ne? Aber auch das aber ist auch ein Beispiel. Ein Stück weit die Ohnmacht der EU behandelt oder die Form einer Apfelsine, die Größe einer Apfelsine und sowas. Aber auch das sind Beispiele, das Prinzip, dass die Arbeitsweise funktioniert ja so, dass halt Interessensverbände und dergleichen eben auch in die Entscheidungsfindung mit einbezogen werden. Und da waren Handelsvertreter eben, die gesagt hatten, es wäre ganz praktisch zu wissen, wie die Gurke gekrümmt ist. Das ist ja auch schon lange abgeräumt. Gerade das Roaming ist ein Thema, das haben wir im vorherigen Parlament beschlossen. In diesem Parlament haben wir aber dafür gesorgt, unter anderem durch meine Arbeit, dass wir in Zukunft keine neuen Telefonkosten haben, wenn wir Menschen in einem anderen Land anrufen. Also nicht das gleiche Netz, sondern ein anderes Netz, also wirklich europäisch zusammenwachsen können. Und das sind alles so Beispiele, wo man schon sieht, dass Europa weiterkommt. Und einen großen Punkt will ich wirklich noch einbringen. Das ist nämlich das Thema, wie stark ist das Europäische Parlament und wie sehr setzt es sich auch für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ein. Die Tatsache, dass wir Rechtsstaatlichkeitskriterien mit Finanzen verknüpft haben, kommt alleine durch das Europäische Parlament. Der Rat hätte das nie gemacht. Das Parlament ist standhaft geblieben und hat wirklich bewiesen,
das wir müssen es immer wieder betonen, Herr Ninas ist Insider, ist der einzige Insider, der momentan im Europäischen Parlament sitzt. Ich glaube, man merkt das auch, aber deshalb müssen wir Herrn Bressel zum Beispiel fragen. Herr Bressel, was würden Sie gerne im Europäischen Parlament als Parlamentarier voranbringen, sollten Sie denn gewählt werden? Also ich finde es immer wieder interessant, wenn wir darüber debattieren und uns selbst beweihräuchern, gerade die Abgeordneten, was wir doch für Mächte haben innerhalb des Europäischen Parlaments. Ich finde es traurig, dass das Europäische Parlament aktuell den Ruf eines Regulierungsparlaments hat. Und dadurch ist natürlich auch die Zustimmung innerhalb der Bevölkerung zur Wahl sehr schlecht. Also wir haben aktuell keinen guten Ruf. Das müssen Sie erklären jetzt, Herr Bressel. Wir hatten ja gerade das Thema Landwirtschaft, da wurde ja wieder dereguliert. In dem Fall schon, ausnahmsweise, aber es gibt so viele Fälle, die natürlich auch den Bürger interessieren, sei es meinetwegen das Heizungsgesetz, was wirklich jetzt auch für Aufruhr gesorgt hat, oder andere Eingriffe, die stattgefunden haben. Das muss in Zukunft verhindert werden. Also kommen wir gleich drauf zu sprechen, auf das große Thema Wirtschaft und Regulierung oder Deregulierung. Aber bleiben wir erstmal hier bei diesem Thema, und zwar Macht und Unmacht dieses Europäischen Parlaments. Herr Fiola, wie sehen Sie das? Wo würden Sie gerne dann sich einbringen ganz stark? Ich glaube, das große Problem des Europäischen Parlaments, und ich glaube, das liegt wieder, also die Diskrepanz ist nicht, wie der Kollege gesagt hat, dass zu viel reguliert wird. Die Diskrepanz und die Wahrnehmung des Europäischen Parlaments ist auch so schlecht, weil es intransparent ist. Und wir müssen an dieser Stelle, vor allen Dingen in der Wahrnehmung vieler Menschen, ist es intransparent, und wir müssen dringend dafür sorgen, die Korruptionsskandale, die immer wieder aufkommen, aufzuarbeiten. Wir brauchen ein funktionierendes Lobbyregister. Ich nenne an dem Beispiel nur die stellvertretende Parlamentspräsidentin Eva Kaili, Antonio Panzeri, das sind einige Namen, oder den Mitarbeiter der EU-Kommission, Henrik Hololai. Das sind alles Beispiele, die durch Korruption aufgefallen sind, die durch unlautere Machenschaften aufgefallen sind und in deren Schlussfolgerung zu wenig bis nichts passiert ist. Und da müssen wir ansetzen, ganz konkret, Transparenz und Rechtschaffenheit. Weil ein Parlament, was sich selbst bestätigen kann, oder in dem Fall die Kommission, die sich selbst bestätigen kann, dass es keine Interessenkonflikte gibt, obwohl man krumme Deals mit Katar aushandelt, das ist eine Form ganz konkreter Korruption. Und dagegen müssen wir vorgehen. Frau Repp, Macht und Ohnmacht, schließen Sie sich den Meinungen an? Was sagen Sie? Ich glaube, an der Stelle ist es wichtig, nochmal eingangs auch zum Wortbeitrag von Herrn Ninas zurückzugehen, der klar auch gesagt hat, wir müssen das Europäische Parlament stärken, wenn es dann um diese Debatte geht, wie viel Einfluss hat am Ende auch das Europäische Parlament, indem es beispielsweise ganz aktiv Gesetze initiieren kann. Gleichzeitig würde das Europäische Parlament auch gestärkt, indem das Einstimmigkeitsprinzip im Rat, wo eben die Mitgliedstaaten miteinander verhandeln, abgeschafft wird, damit es in der Europäischen Union tatsächlich vorangeht. Zusätzlich muss auch die Kommunikation besser werden. Da nehme ich auch uns alle dann in die Verantwortung, sollten wir gewählt werden, auch transparent darzustellen, was machen wir da eigentlich? Was läuft da eigentlich im Europäischen Parlament ab, um auch die Vorzüge dieser Arbeit zu verdeutlichen? Ein Punkt möchte ich noch machen, denn das Thema mit den krummen Gurken oder vielleicht Roaming, das sind ja genau die Themen, wo die Europäische Union zuständig ist. Aber wenn wir auch mal darüber hinausblicken, das Europäische Parlament kann ja auch für mehr Themen zuständig sein. Ich hatte neulich eine spannende Diskussion, da ging es um Arbeit, um soziale Sicherungssysteme in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Und da kann die Europäische Union, kann das Europäische Parlament, indem es auch für mehr Themenbereiche Zuständigkeiten entwickelt, eben auch andere Themen in den Vordergrund stellen, die die Leute vor Ort vielleicht auch mehr bewegen. Ein praktisches Beispiel ist da zum Beispiel, wenn wir uns auf Griechenland fokussieren, wenn dort jemand arbeitslos wird, dann gibt es eben nicht so ein soziales Sicherungssystem, was die Menschen dann am Ende auffängt. Und da müssen wir doch besser werden. Das ist dieses klassische Solidarprinzip innerhalb der Europäischen Union, wo wir mehr Einfluss auch auf die Menschen nehmen können und sie und ihr Leben im Kleinen verbessern können. Ja, Herr Bressel, Sie stimmen nicht zu. Sie wollen. Ja, ich würde ganz gerne mal eine Zwischenfrage stellen. Wer soll das denn bezahlen? Genau, so wie das ja jetzt auch läuft, hat die Europäische Ebene verschiedene Einnahmemöglichkeiten. Die werden ja in einem mehrjährigen Finanzrahmen dann am Ende festgelegt. Und dann müssen wir uns auch ehrlich machen und sagen, dass es auch wichtig ist, die europäische Politik und die Europäische Union finanziell besser auszustatten. Und dann am Ende auch zu schauen, dass es ja ähnliche Bedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten gibt und wir da nicht auf den unterschiedlichen Ebenen arbeiten. Mhm. Das heißt nicht am Ende besser immer, ausstatten, lassen heißt Sie mich bitte dem, ausreden, das gehört an der Stelle auch dazu, das dass ja man Punkt. Einen respektvollen Umgang miteinander pflegt und nicht einander unterbricht. Das ist mir an der Stelle sehr, sehr wichtig, noch einmal zu erwähnen. Wir sollten da auch gerade schauen,
wie wir eben die einzelnen Mitgliedstaaten auch dazu bewegen, dann beispielsweise mehr Geld in den Haushalt zu geben. Das heißt nicht, dass Deutschland das am Ende zahlen muss, in dem Sinne, dass Deutschland ja auch einen großen Anteil an seinen Finanzen eben auch an die Europäische Union gibt. Vielmehr muss es ein Solidarprinzip geben. Ich frage gleich mal nach hier, Herr Ninas, wo schöner, in Straßburg oder Brüssel? Der Wandel kam jetzt spontan, aber ich würde sagen... Hat aber was damit zu tun, wenn Sie mir eine Chance geben und meine Frage beantworten. Ja, Straßburg persönlich. Straßburg persönlich. Also, liebe Zuschauer, der Hintergrund ist einfach, dass wir zwei Sitze des Europäischen Parlaments haben und die Abgeordneten ziehen immer wieder um nach Straßburg oder nach Brüssel. Da könnte man ja zum Beispiel sparen, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, wo wir zusätzlich Mittel ja für direkte Bürgerarbeit ja einwerben konnten. Denn das kostet ja aber Millionen. Es gibt drei Sitze des Europäischen Parlaments. Drei Sitze. Genau, nämlich in Brüssel tagen vor allem die Ausschüsse, in Straßburg finden dann die Plenarsitzungen statt und in Luxemburg sitzt das Generalsekretariat des Europäischen Parlaments, also sogar drei Komponenten, die da mit dem Europäischen Parlament zu tun haben. Und natürlich gibt es die Debatte auch darüber, wo das Europäische Parlament die Plenartagung abhalten sollte. Und da müssen wir auch innerhalb der europäischen Staatengemeinschaften schauen. Und da sind wir auch, wir haben zum Beispiel die Europäische Zentralbank in Deutschland, Frankreich eben mit Straßburg, die Plenarsitzung des Europäischen Parlaments, wie sich auch Europa, die europäischen Institutionen in den einzelnen Mitgliedstaaten wiederfinden. Aber ich will das aufgreifen, und zwar auf beide Arten. Einerseits, ja, es ist wahnsinnig teuer und es ist wahnsinnig unnütz. Deswegen hat das Europäische Parlament und unsere Fraktion immer wieder gesagt, wir wollen das beenden, wir wollen einen Sitz und fertig ist. Dieser Wanderzirkus muss nicht sein. Schluss. Aber man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, das kostet uns 12 Millionen im Jahr. Das ist viel Geld. Das wird aber jetzt nicht die Rente in Griechenland sichern. Aber ich finde, ein anderer Punkt wird dabei ganz bewusst. Nämlich, warum, wenn das gesamte Parlament eigentlich zustimmt, warum fahren wir dann trotzdem noch hin und her? Weil der Rat mit einem Veto von Frankreich das immer wieder verhindert. Und da sind wir genau bei dem Punkt, den Frau Repp eben gesagt hat. Wir müssen das Einstimmigkeitsprinzip im Europäischen Rat beenden. Dann werden wir als Europa handlungsfähig und dann können wir vorangehen. Und das gilt vor allen Dingen bei der Außen- und Sicherheitspolitik. Ja. Uns nimmt doch im Ausland keiner ernst, weil wir mit 28 verschiedenen Stimmen sprechen. Wir müssen einheitlich dastehen und deswegen müssen wir die Einstimmigkeit ein und für alle Male abschaffen. Genau. Starkes Plädoyer dafür natürlich, für mehr natürlich Entscheidungsfreude innerhalb dieses Europäischen Parlaments. Wir kommen jetzt mal auf diese auf wirtschaftliche Aspekte zu sprechen. Auch da haben wir ja die Einzelinteressen, die überwiegen. Momentan auch richtig gehend Verwerfung, dass Ungarn sich zum Beispiel als Land Europas mehr China zuwendet, ohne das natürlich irgendwo in der Europäischen Union abzustimmen. Wie gehen Sie damit um, Herr Viola? Wir sehen an dieser Stelle ganz konkret, was in Europa nicht funktioniert. Und ich bin natürlich, die Rede meines Vorredners, der könnte ich in der Form komplett zustimmen. Ich will aber auf einen konkreten Punkt hinaus. Wenn wir über Finanzierung und um die Rechtmäßigkeit der Institution reden, dann muss die Institution an selbst, also Europa, EU, in der Form handlungsfähig werden, dass wir vor allen Dingen dafür sorgen, dass alle an einem Strang ziehen. Und das sehen wir ja ganz konkret in der Steuerpolitik. Wir haben ein massives Problem mit Steueroasen. Da wird der Kollege der FDP sich wahrscheinlich freuen, aber wir sehen, dass pro Jahr 830 Milliarden Euro der EU verloren gehen durch Steueroasen. Und zwar inner- wie äußereuropäische Steueroasen. Und das ist ein massives Problem. Und wir sehen... Machen Sie mal ein Beispiel auf. Wir sehen es beispielsweise an Irland. Irland ist ein klassisches Land, weshalb auch die US-Tech-Konzerne gerne in Irland sitzen, weil da die Steuersätze sehr gering sind. Wir sehen gleichzeitig, dass Meta, Google und Co. in Europa einen Jahresgewinn machen von um die 300 Milliarden Euro. Gleichzeitig zahlen diese Firmen in Deutschland um die 2,9% Steuern. Das ist ein massives Problem, weil wir sehen, dass ausländische Firmen in der EU Gewinne erwirtschaften, die nicht in der EU bleiben. Und wenn die EU finanziell stark aufgestellt sein will und für die Menschen konkret vor Ort kämpfen will, dann bedeutet das, dass wir vor allen Dingen die Konzerne in die Pflicht nehmen müssen. Unsere eigenen Konzerne aus der EU, aber auch außereuropäische Konzerne wie Meta und Google. Ja, Herr Pressel, der Ball wurde gerade an Sie gespielt. Genau, richtig. Also Sie genau sind für Steueroasen, wurde Ihnen unterstellt. Natürlich nicht. Das ist doch genau das Problem, was wir haben. In den letzten 10 Jahren hat man die Unternehmer hier in Deutschland, in Europa so massiv belastet, dass sie sich eben andere Standorte suchen. Jetzt haben wir wieder ein neues Beispiel. Stihl wandert jetzt in die Schweiz aus. Warum? Weil Deutschland als Wirtschaftsstandort nicht mehr interessant ist, weil es immer wieder... Wer Stihl ist?
Stihl ist ein Unternehmen, was sich auf Handwerk, Werkzeuge spezialisiert hat. Motorsägen und ähnliches. Also wirklich ein gutes mittelständisches Unternehmen. Solche Unternehmen vertreiben wir hier aus Europa, aus Deutschland, und das durch die Politik der ständigen Belastung durch steuerliche Steuererhöhungen. Also das kann nicht das Ziel sein. Wir müssen Deutschland und vor allem Europa wieder als Wirtschaftsstandort attraktiv machen, und das geht nur mit massivem Bürokratieabbau und steuerlichen Entlastungen. Ja, steuerliche Entlastung haben wir hier gerade beim Beispiel Irland gehört. Dort ist extreme steuerliche Entlastung gegeben in Irland. Man braucht kaum Steuern bezahlen. Die großen Tech-Konzerne haben wir auch gehört. Wir kennen das ganze Problem. Apple und Google und so weiter verdienen sich da dumm und dämlich und bezahlen Europa zu wenig Steuern. Sollte man das ändern, kann man da nicht gleichzeitig sozusagen eine gemeinsame, möglichst niedrige Steuer ja ansetzen? Ja, das wäre zum Beispiel, das wäre ein Beispiel dafür. Aber wir sollten uns auch die Frage stellen, warum sich diese Unternehmen nicht in Deutschland ansiedeln. Ja, Herr Ninas, warum siedeln sich diese Unternehmen nicht in Deutschland an, beziehungsweise anderen Ländern der EU? Und was passiert da im Europäischen Parlament? Die Diskussion ist ja immer da. Ne? Genau, also wir haben da eine starke Diskussion. Und warum siedeln die sich nicht in Deutschland oder irgendwo anders an? Ganz einfach für Irland oder Luxemburg. Diese Steuersparmodelle ja ermöglichen. Die ermöglichen es ja, dass man nur 2% Steuern zählt oder 0,9. Jeder Buchhändler zahlt mehr Steuern als Jeff Bezos, der reichste Mensch oder einer der reichsten Menschen der Welt mit Amazon. Genau. Und was wollen wir dagegen tun? Wir wollen diese Steuerschlupflöcher schließen, indem wir sagen, ein Mindeststeuersatz für ganz Europa, damit wir kein Race to the Bottom haben, also einen Wettbewerb nach unten, sondern wirklich ein Mindestmaß haben. Denn es ist gerecht, dass diese Unternehmen an dem Ausbau der Infrastruktur hier in Europa sich ebenso beteiligen wie jeder einzelne Mittelständler, der ja fleißig arbeitet und ehrlich seine Steuern zahlt. Und dazu sei noch gesagt, wir wollen eine Digitalsteuer. Das heißt, gerade diese Tech-Unternehmen, Meta, Google, Amazon, die sollen bitte eine faire Steuer in ganz Europa zahlen. Und warum europäisch? Naja, weil doch das Internet keine Grenzen mehr kennt. Das heißt, wenn wir es regulieren wollen, dann müssen wir es europäisch machen. Und das wären extra Einnahmen, die wir dann gut für soziale Projekte nutzen können. Frau Repp, bei Race to the Bottom haben Sie auch genickt. Bei Herrn Ninas Ausführungen können Sie das vielleicht auch einmal noch mal aus Ihrer Sicht darstellen, kurz. Naja, es ist wichtig, dass wir auch noch mal darüber reden, wofür sind denn Steuern da? Das ist ja nicht ein Mittel zum Selbstzweck, sondern es ist am Ende auch ein Umverteilungsmechanismus, dass wir zum Beispiel auch soziale Maßnahmen innerhalb der Europäischen Union umsetzen können oder gleichzeitig unsere Wirtschaft klimafreundlich umbauen können. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir eben auch einmal schauen, wozu sind denn diese Steuern da? Und gerade da müssen eben diese Unternehmen, die auch Herr Ninas aufgezählt hat, die müssen ordentlich besteuert werden. Das fordern wir ebenso, einen Mindeststeuersatz innerhalb der Europäischen Union von 15%, damit wir auch im Umkehrschluss diese Einnahmen, die wir über die Steuern generieren, wieder umverteilen können und beispielsweise in den Umweltschutz oder auch in soziale Maßnahmen stecken können. Das ist sehr, sehr wichtig. Gerade dann, wenn wir auch schauen, häufig wird immer genannt, ja, die Europäische Union ist vor allem ein wirtschaftlicher Vorteil und was haben wir konkret hier vor Ort davon und ist Europa eigentlich mehr als ein wirtschaftlicher Vorteil? Und dann müssen wir ja kommen, dass nicht nur gesehen wird, dass Europa Mittel hier vor Ort in die Radwege, in die Schulen bringt, sondern ganz konkret eben auch soziale Maßnahmen voranbringt und da auch das Themenspektrum weitet. Ja, Herr Dopp, macht das Sinn, dass man sozusagen so Steuerstandards vereinheitlicht? Ja, teilweise schon. Ich kann auch bei vielem zustimmen, was meine Vorredner gesagt haben. Also, dass wir natürlich nicht für Steuerschlupflöcher sind und dass wir ein Race to the Bottom, das heißt ja, dass sozusagen der niedrigste Standard aller anderen schlägt, dass wir das natürlich innerhalb der Europäischen Union nicht haben wollen, weil das uns auch schadet. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Da habe ich selbst Herrn Bressel nicht so verstanden, dass er Steuerschlupflöcher jetzt besonders toll findet. Ich möchte aber trotzdem aus dem Vorhergesagten nochmal einen anderen Schwerpunkt nehmen, denn es schien mir schon so, dass jetzt die drei letzten Vorredner sich ganz besonders auf Gerechtigkeits- und Umverteilungsdebatten in Bezug auf große amerikanische Tech-Unternehmen spezialisiert haben. Das ist auch wichtig, das ist auch ein wichtiger Punkt. Alleine ist es nicht das Hauptproblem der europäischen Wirtschaft und auch in Deutschland nicht. Die europäische Wirtschaft und die deutsche Wirtschaft sind ganz besonders deswegen stark, weil wir einen unheimlich starken Mittelstand haben, kleine und mittlere Unternehmen. Das ist wirklich das Rückgrat der deutschen und der europäischen Wirtschaft. Und da ist das, was Herr Bressel ganz kurz gesagt hatte, absolut wichtig und richtig. Für die Hauptlast unserer wirtschaftlichen Entwicklung tragen und übrigens auch die Hauptlast der Steuern bezahlen, für die müssen wir wettbewerbsfähige Bedingungen herstellen. Und da mag es
ein Teil des Puzzles sein, dass wir für große internationale Unternehmen Steuerschlupflöcher schließen. Da brauchen wir dann allerdings auch wieder Einstimmigkeit im Rat. Ne? Und bevor wir die Einstimmigkeit abschaffen, muss der Rat der Abschaffung der Einstimmigkeit einstimmig zustimmen. Also es ist nicht so eine Sache, wo man auf den roten Knopf drückt und dann ist das erledigt. Aber nochmal, viel wichtiger ist, dass wir die Wirtschaft insgesamt wieder zum Laufen kriegen. Wir sind hier, ratschen die ganze Zeit an einer Rezession in Deutschland längs und machen uns in den großen Diskussionen Gedanken darüber, was jetzt gerecht und ist und wo man Steuerschlupflöcher legt. Nein, wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit stärken und das schaffen wir mit attraktiven Steuersätzen für kleine und mittlere Unternehmen, mit Deregulierung, insbesondere mit einem Moratorium für weitere Belastungen des Mittelstandes und der kleineren Unternehmen, den wir in unserem Parteiprogramm der CDU/CSU ganz vorne angestellt haben. Das heißt, bis auf Weiteres keine weiteren Belastungen der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen in ganz Europa. Das ist der Fokus, wo wir hin müssen. Und wenn dann die Wirtschaft in Gang kommt, dann haben wir auch wieder mehr Steuern. Aber Entschuldigung, wenn ich da mal drauf eingehen darf. Weil gerne. Ich finde dieses Argument an der Stelle immer viel zu einfach zu sagen, wir müssen deregulieren und Hauptsache der Wirtschaft geht es gut. Wir sehen am Beispiel der USA, der Reduction Inflation Act, den Biden aufgesetzt hat. Das ist eine Maßnahme, in der der Staat massive Gelder zur Verfügung stellt, um die Transformation der Wirtschaft und damit auch die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft des jeweiligen Landes quasi zu garantieren. Und das funktioniert. Das haben sich schon genau. Die ersten Unternehmen in Amerika angesiedelt. Viele was ich sagen will, die Unternehmen EU an dieser Stelle Europa ist und gehen genau das Spannende. Ja, das ist ja natürlich nur möglich, auch wegen hoher Investitionen und natürlich hoher Staatsverschuldung in Amerika. Etwas, was Ihre Partei in Deutschland gerade sozusagen blockt, irgendwie zu Recht ablehnt, sagt Herr Dopp. Also, das finde ich ganz interessant. Sie haben gerade gesagt, Deutschland kratzt ganz arg. Wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem. Und das Problem ist, wenn Sie sehen, wie das funktioniert auf europäischer Ebene, alle anderen Staaten tun das nicht. Warum? Weil sie massiv investieren. Auch über Schulden. Ja, und das ist der Unterschied, den wir sehen. Und das ist die Frage, was machen wir für Europa? Was heißt denn für die Grünen investieren? Wir müssen für Europa investieren. Wir müssen investieren in unsere Wirtschaftsfähigkeit, in unsere Zukunftsfähigkeit. Und deswegen brauchen wir eine europäische Investitions- und Industriepolitik. Jetzt und da können wir uns gerne darüber unterhalten, jetzt darüber der Haushalt, über die grundsätzlichen Feststellungen, die müssen wir treffen. Herr Bressel, wieder ganz kurz zu Wort. Das ist völlig richtig. Allerdings, man muss vernünftig investieren. Aber ich glaube, Paul Bressel sieht das genauso. Ich glaube einfach, dass für die Grünen und genauso auch wie für die Linken das Wort Investition einen sehr großen Spielraum darstellt. Also eine Investition wäre auch hier in irgendwelche sozialen Projekte als Definition zu nennen. Das sind keine Investitionen. Das ist genau das Problem, dass es immer wieder dahingestellt wird. Aber worum es doch am Ende geht, ist, dass wir diese Investitionen, die unsere Wirtschaft braucht, an soziale und ökologische Faktoren binden. Das ist nämlich auch das, was Joe Biden getan hat und was die EU nicht plant. Und da müssen wir als EU-Parlament konsequent sein und sagen, wenn wir Milliarden in unsere Wirtschaft stecken, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, dann müssen wir die an soziale und ökologische Faktoren binden, die Arbeitsplätze sichern, die eine verbindliche Mindestlohnrichtlinie mit integriert haben. Herr Bressel, jetzt bitte vorstellen, Sie sitzen im Europäischen Parlament und müssen wirklich argumentieren. Ne? Also bitte, bringen Sie Argumente. Ja, also was soll man dazu sagen? Also wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem. Das ist das größte Problem und da müssen wir ran. Und da müssten wir zum Beispiel auch an soziale Projekte ran. Also wir können nicht immer weiter Unternehmen belasten auf Kosten der Menschen, auf Kosten unseres Wohlstandes. Das funktioniert einfach nicht. Also ich gebe gerne nochmal den Plan vor. Wir machen eine Digitalsteuer. Wenn Sie nicht Jeff Bezos oder Elon Musk sind, werden Sie davon nicht betroffen sein. Mit diesem Geld unterstützen wir die europäische Wirtschaft, um industriepolitisch fit zu werden. Und bevor Sie mir vorwerfen, dass ich da einen Blumenstrauß aufmache, will ich eine kleine Anekdote aus dem Europäischen Parlament erzählen. Wir haben ein Gesetz bekommen, einen Vorschlag, den sogenannten Step Proposal, womit wir gezielt in einzelne Bereiche für die Net Zero Industries investieren wollten. Ich habe gesagt, wir bleiben genau bei diesem kleinen Rahmen, wenig Geld, also müssen wir gezielt reingehen. Was kam vom Berichterstatter von der EVP und unterstützt vom Co-Berichterstatter von der
Renew-Fraktion, also von den Liberalen, ach bitte noch dieses Projekt und dieses Projekt und dieses Projekt und dieses Projekt. Der Blumenstrauß ist auf, wir investieren jetzt nicht mehr strategisch, sondern schütten wild das Geld raus. Und das ist falsch. Wir brauchen ja eine gezielte Investition. Vielleicht sind Sie da auch uneins mit Ihrem Berichterstatter, das sehe ich gerne ein. Aber das muss passieren. Eine gezielte Industrieförderung, sodass Europa wieder vorankommt und zukünftig die europäische Wirtschaft die Welt anführt, was nachhaltige Technologie. Ich glaube, genau das, dass wir uns in dem Mittel gar nicht so sehr auseinander sind. Genau, allerdings die Schwerpunktsetzung ist, glaube ich, bei Herrn Bressel und mir eher, dass wir gucken, dass die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt wird und vor allen Dingen, dass es unbürokratisch passiert. Das ist nämlich das Schöne bei dem Beispiel, was Sie vorhin gebracht haben, beim Inflation Reduction Act. Der ist extrem schlank gehalten. Da beantragen die Unternehmen das und kurze Zeit später fließt das Geld oder die Steuerlast von den Unternehmen wird direkt heruntergesetzt, sodass man einen unmittelbaren Effekt hat. Und so ist es nämlich auch gedacht gewesen, dass das auch ein Konjunkturpaket ist. In Amerika hat es geklappt, in Europa müssen wir, wie übrigens in Deutschland auch, immer erst alle Nachweise einschicken in doppelter Ausfertigung und dann kommt ein Verwaltungsbeamter und macht seinen Stempel drauf und dann war es das schon wieder mit dem unmittelbaren Effekt. Da müssen wir ran. Ganz kurz nochmal ein anderer Aspekt, den ich auch mit reingeben möchte. Ich habe gerade im Deutschlandfunk gehört heute Morgen natürlich, dass sie natürlich diese globalen Investitionsströme verlagern. Ne, wir haben da China als gigantischen Player. Wir haben nach wie vor Amerika. Die schrecken vor Investitionen und Schuldenaufnahmen nicht zurück, beziehungsweise haben genug Geld im Köcher, um ihre Industrie natürlich auf die schlimmste Art und Weise zu subventionieren, dass es uns richtig wehtut. Wie soll man damit in Europa umgehen? Man muss doch Auswege finden, nämlich Investitionen, Thema erneuerbare Energien zum Beispiel, Herr Dopp. Ja, da müssen wir allerdings auch zwei Sachen differenzieren. Also erstens, Sie sagen jetzt, die haben genug Geld, um das zu machen. Da bin ich mir in China nicht so sicher. Da wird, glaube ich, über das tatsächlich verfügbare und vernünftige Maß hinaus investiert. Und zwar ganz strategisch, um auch bei uns Märkte kaputt zu machen. Und um da dagegen zu halten, gibt es ja nun mal zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, China verstößt damit gegen WTO-Regeln, nämlich gezielte Subventionen, um andere Märkte zu fluten. Das ist nicht erlaubt und das macht die Europäische Kommission auch. Oder und wir halten dagegen. Und ich finde, es muss ein guter Mix sein. Also wir dürfen jetzt ja nicht alle unseren vernünftigen Regeln, auch was vernünftiges Wirtschaften und Haushalten angeht, über Bord werfen. Und dann ist China in 5 Jahren eventuell pleite, wenn sie so weitermachen. Wir sitzen dann genauso auf dem Pleitestuhl. Das geht nicht. Wir müssen schon eine vernünftige Abwägung machen und nicht alles nachmachen, was die anderen falsch machen. Genau, aber Frage war ja gerade Investitionen in Schlüsselindustrien. Also Frau Repp, sind Sie sozusagen auch wirtschaftsfinanztechnisch unterwegs, dass Sie sowas einschätzen können, sozusagen auch als Parlamentarierin heute schon? Also momentan bin ich keine Parlamentarierin, sondern Kandidatin für das Europäische Parlament. Und ich glaube, da ist es wichtig, weil man ja auch die Möglichkeit hat, über alle Gesetze zu entscheiden, da entsprechend auch eine Linie hat, an der man sich dann orientieren kann. Und tatsächlich ist es so, dass wir im europäischen Kontext auch merken, dass die Schuldenregel, die dort getroffen wird, auch dazu führt, dass eben Investitionen nicht möglich gemacht werden und verlangsamt werden. Und da müssen wir auch an die Schuldenregel auf europäischer Ebene ran, dass wir eben mehr Investitionen ermöglichen in gerade auch Schlüsseltechnologien, die Sie ja auch angesprochen haben. Zum Beispiel, wenn wir uns hier Mecklenburg-Vorpommern anschauen, dann ist eine Schlüsseltechnologie, die jetzt auch schon in Teilen gefördert wird, aber wo auch Mecklenburg-Vorpommern zu Vorreiterin werden kann, nämlich im Bereich des Wasserstoffes, des grünen Wasserstoffes. Und da müssen wir auch vorangehen. Und wenn wir jetzt nicht investieren und tatsächlich auch die Schuldenregel reformieren, dann werden wir in ein paar Jahren noch viel höhere Kosten haben und der Berg schwillt immer weiter an, statt dass wir jetzt anfangen, durch eine Reform der Schuldenregel tatsächlich Investitionen zu tätigen und diesen Berg, der sich jetzt schon angestaut hat, peu à peu abzubauen. Ja, wir haben noch ein Thema, sozusagen, bevor wir in die Schlussrunde gehen, und das ist das Thema Arbeitsmarkt und soziale Gerechtigkeit natürlich ein Stück weit. Kriegt man da europaweit, Herr Nienaß, gemeinsame Standards hin? Oder ist das auch wieder Wunschdenken, wo Sie sagen, ich als Grüner würde das sofort unterschreiben, aber ist ja nicht durchsetzbar, weil die Liberalen so böse sind? Nein, die Liberalen sind ganz lieb, mit denen arbeite ich sehr gerne zusammen. Aber
die Situation ist die, wir haben offiziell nicht die Kompetenz. Das heißt, wir müssten wieder Einstimmigkeit abrauben und sonst was. Das wird ein schwieriger Weg. Es lohnt sich trotzdem. Und zwar warum? Wir sehen das gerade. Wir haben eine Richtlinie für einen Mindestlohn festgelegt. Das ist nicht, jeder kriegt 14 Euro ganz europaweit, sondern es ist 60% des Medianeinkommens. Das heißt, es wird auf das einzelne Land geguckt und davon dann ein Mindestlohn festgelegt. Warum ist das auch gut für hier in Deutschland? Ganz einfach, weil wir so auch peu à peu die Lebensverhältnisse angleichen in Europa. Und das führt auch dazu, dass Sozialdumping nicht mehr funktioniert. Das heißt, dass Leute, die günstiger ohne Mindestlohn zum Beispiel in Rumänien oder Bulgarien arbeiten, dass die auch hier nicht dann konkurrieren und in Konkurrenz treten zu den Einkommen hier. Und das zeigt einfach, wir brauchen ein Europa, das sozial zusammen funktioniert. Das ist hilfreich für alle. Das ist aber auch einfach solidarisch und einfach gerecht und einfach am Ende auch menschlich. Und am Ende ist Europa eben nicht nur Wirtschaftspolitik, sondern auch eine Werteunion und eine Werteunion, die auch sagt, wir sind alles Menschen, die gemeinschaftlich vorangehen wollen und deswegen müssen wir auch solidarisch und sozial zusammen agieren. Herr Bressel, Sie können gerne... Ja, ich würde gerne darauf eingehen. Ich frage mich bei diesen ganzen Themen, das klingt gut, wir als Linke fordern seit Jahren einen armutsfesten Mindestlohn. Es gibt jetzt eine verbindliche Mindestlohnrichtlinie. Warum setzen Sie die nicht um? Gerade Sie hier in Deutschland, hier sitzen mehrere Regierungsparteien. Olaf Scholz hat vor kurzem den Alleingang gewagt, einen armutsfesten Mindestlohn zu fordern. Wir von den Linken tun das seit langem. Wo bleiben die Resultate? Wir reden gerne darüber und jetzt im Wahlkampf hört man immer wieder, genau an diesen Stellen, wir brauchen diesen armutsfesten Mindestlohn, wir sind alle stolz darauf. Es gibt die Richtlinie. Warum setzen wir die in Deutschland dann nicht um? Das ist das Versagen der Ampelpolitik an der Stelle, weil es ist überfällig und es ist eine Beleidigung gegenüber all jenen Personen, die beispielsweise alleinerziehend sind und mit 2 oder 3 Jobs sehen müssen, wie sie über Wasser bleiben. Mit einem armutsfesten Mindestlohn wäre ein wichtiger Schritt dahin gegangen. Und ich frage mich, wir können das hier gerne besprechen, im Endeffekt passiert nichts. Und da muss man mal wirklich sagen, das kann so nicht weitergehen. Herr Bressel, nochmal ein Statement dazu natürlich vor dem Hintergrund soziale Gerechtigkeit. Wie können wir das natürlich, soziale Gerechtigkeit, vielleicht am besten erreichen, Ihrer Meinung nach? Also vielleicht erst einmal auf europäischer Ebene. Muss ich oder kann ich den Ball leider nicht zurückwerfen, denn ich höre immer wieder aus der Bundestagsfraktion, dass der pädagogische Aufwand mit den Grünen wirklich dort sehr hoch ist. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich der Fall ist. Aber soziale Gerechtigkeit und soziale Projekte lassen sich nur mit einer gesunden Wirtschaft finanzieren. Und da müssen wir ansetzen. Also wir müssen den Wirtschaftsstandort Deutschland, Europa wieder stark machen, damit wir eben auch uns sozial gerechte Politik leisten können. Anders funktioniert das leider nicht. Ja, Frau Repp, das war ja im Grunde das Erfolgsgeheimnis natürlich auch der Bundesrepublik, wenn man so will. Natürlich Wohlstand durch Arbeit, Wohlstand natürlich durch wirtschaftlichen Erfolg auch. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese verschiedenen Politiken nicht gegeneinander ausspielen, sondern vielmehr Wirtschaftspolitik, Industriepolitik gemeinsam mit Klimapolitik, Sozialpolitik verbinden. Also vorhin wurde ja schon angesprochen, wie können wir eigentlich unsere Industrie dahingehend umformen, dass sie dann am Ende auch zum Beispiel klimaneutral wird, dass sie eben erneuerbare Energien voranbringt. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese nicht immer auseinanderklaffen, sondern viel mehr zusammendenken. Und ein Wort würde ich dann dennoch auf die Mindestlohnrichtlinie setzen. Denn der europäische Mindestlohn sagt, dass um die 14 Euro für die Stunde in Deutschland quasi der Regel entsprechen würden. Und da hat Olaf Scholz sich jetzt klar zu bekannt und auch gesagt, wir wollen den 14 Euro Mindestlohn voranbringen und den nach und nach auch auf 15 Euro dann am Ende erhöhen. Ich weiß, vielleicht hat es zu lange gedauert in dem Sinne, aber wir sind da dran. Hat er auf die Wahlen gewartet, Frau? Müssen das entsprechend auch einfordern. Ist das ein Populismus der Wahlen oder wird hier bei links abgeguckt, weil man im Falle dessen seine soziale Ader wieder erkennt, die unter der Regierung mit der FDP gelitten hat? Das finde ich ja gerade so toll, dass eben viele Parteien auch eine soziale Ader in dem Sinne vorweisen können. Und ich glaube, an der Stelle ist es einfach wichtig zu sagen, dass der Mindestlohn erhöht werden muss. Das soll kommen und das ist die Realpolitik, die da am Ende steht. Und ich glaube, da sind wir beide als Linke und SPD sehr, sehr glücklich darüber, wenn der Mindestlohn dann am Ende auf 14 und dann auf 15 Euro springt. Ja. Abschluss dieser Runde natürlich zum Thema Arbeitsmarkt natürlich europaweit und soziale Gerechtigkeit. Da gibt es ja einiges an Verwerfungen oder so. Wir haben es ja gehört hier in der Runde, auch die rumänischen Arbeiter, die in Deutschland in der Fleischindustrie arbeiten, irgendwie für Billiglöhne. Wie kriegt man sowas überwunden natürlich auch? Ja, es ist natürlich schon richtig, dass wir in Europa ein Stück weit auch eine Angleichung brauchen, ne? Eine Angleichung der Lebensverhältnisse. Das ist ja auch bis jetzt schon absolutes Ziel der Europäischen Union gewesen. Deswegen gibt es ja zum Beispiel die Kohäsionsfonds, wo es auch über die Jahre in den letzten Jahren wirklich viel Geld geflossen ist und übrigens auch nach Mecklenburg-Vorpommern so viel Geld
dass wir Nettoempfänger sind. Ne? Immer dieses böse Wort vom Nettozahler Deutschland, das stimmt bei uns nicht. Da muss auch noch einiges passieren und ich glaube, wir haben hier jetzt schon ein relativ breites Bild gehört von den Vorschlägen, die da im Raum stehen. Ehrlich gesagt fand ich es ganz schön, Frau Repp hatte fast schon so einem Schlusswort ihren Ball aufgenommen und gesagt, das Erfolgsrezept der Bundesrepublik Deutschland war ja immer Wohlstand durch Arbeit und wirtschaftlichen Wachstum. Und genau so sehe ich das auch. Das ist auch das Rezept, was für die Europäische Union funktionieren muss. Und insofern haben Sie auch völlig recht, dass natürlich verschiedene Politikbereiche miteinander interagieren müssen. Die müssen zusammengefasst werden. Soziales und Wohlstand muss zusammengedacht werden. Der eine Unterschied, auf den ich hier aber ganz ausdrücklich hinweisen möchte, ist, dass wenn Arbeit, die das Geld verdient, und Soziales, für das man es ausgibt, zusammengehen sollen, dann muss das Geld erst verdient und dann erst ausgegeben werden. Und das ist wichtig, nicht andersrum. Gut, okay. Wir kommen jetzt zur Schlussrunde und in der Schlussrunde geht es nochmal darum, natürlich, liebe Zuschauer, Sie natürlich aufzurufen, dass Sie wählen gehen am Ende auch. Aber was wir hier in Mecklenburg-Vorpommern ganz konkret von Europa haben und wie wir das natürlich in unserem Leben, wie Europa bemerkbar wird in unserem Leben. Herr Fiola, wenn Sie da mal anfangen würden. Europa, was bedeutet das für Sie hier vor Ort? Sie sind ja nicht direkt aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern kommen aus dieser wunderbaren Hansestadt Bremen zu uns. Aber Europa, wie ist das fassbar für die Leute? Warum sollen die Leute wählen gehen? Die EU-Wahlen wirken auf den ersten Blick immer sehr abstrakt, aber im Grunde genommen haben wir viele konkrete Themen heute schon gehört, die zeigen, wie nahe die Europäische Union eigentlich in unserem Alltag angelangt ist. Und ich glaube, da geht es wirklich darum zu beweisen, wir brauchen ein Europa, was aber für die Menschen da ist, was nicht nur den Wirtschaftsstandort in irgendeiner Form zu sichern versucht, sondern wir müssen darüber hinausdenken. Wir müssen klar machen, Europa ist ein Konstrukt, was für die Menschen geschaffen wird, was für die Menschen geschaffen ist und was vor allen Dingen armutsfest ist, was dazu beiträgt, dass wir vor Ort ganz konkret ein gutes Leben für alle ermöglichen können. Ja, gutes Leben für alle, Ihr Argument, Herr Ninas. Also für mich ist Europa einfach ein wunderbares Konstrukt, das einfach den Menschen viel gibt. Es verschafft uns Souveränität, aber eben auch Freundschaften. Wie viele Freundschaften schon entstanden sind, und das ist für mich auch nochmal so ein ganz persönliches Ding. Viele Leute, die ich mittlerweile außerhalb von Deutschland kenne und wo man wirklich merkt, das ist was ganz Menschliches. Wir arbeiten zusammen, wir leben zusammen, wir bauen uns eine Zukunft auf zusammen, wir sichern uns auch gegenseitig ab und wir stehen gemeinschaftlich in dieser Welt am Ende für und gegen andere. Herr Bressel. Hier haben wir ein schönes Bild eingeblendet hinter Ihnen. Haben Sie es schon gesehen? Nee. Ich glaube, bei Warnemünde ist das. Ja. Eine der schönsten Küsten Deutschlands natürlich, hier in unserem Bundesland. Und ist Küste auch eine Chance? Wie sehen Sie das? Ja, gerade in Bezug auf die maritime Wirtschaft kann man das schon tatsächlich sagen. Denn auch da brauchen wir ein gemeinsames Konzept, ein gemeinsames europäisches Hafenkonzept, wenn man jetzt darauf hinaus möchte. Aber für mich ist Europa auch genau das, was Herr Ninas auch gerade sagte. Ich habe mit 18 Jahren bin ich nach Italien gegangen, musste dort kein Geld wechseln, konnte den Euro dort auch nutzen. Wir haben die Möglichkeit, in anderen Ländern Unternehmen zu gründen, Startups zu gründen. Die Europäische Union ist, denke ich mal, viel näher bei den Menschen, als man denkt. Denn auch durch diese Reisefreiheit, die wir vorher nicht hatten, denke ich mal, wissen die Leute das auch zu schätzen. Frau Repp, was macht das mit Ihnen als relativ junger Mensch, Europa? Wie kommt das an bei Ihnen? So. Empfinden Sie das nur oder finden Sie das Interrail-Ticket wirklich praktisch? Also das Interrail-Ticket muss nochmal ausgebaut werden. Es sollte jeder 18-jährigen Person in der ganzen Europäischen Union die Freiheit zugestanden werden, mit dem Interrail-Ticket kostenfrei durch die Europäische Union reisen zu können. Da muss Europa erlebbarer für auch junge Menschen werden. Nichtsdestotrotz ist es mir einmal wichtig zu sagen, die Europäische Union und das künftige Europäische Parlament wird darüber entscheiden, ob Arbeitsplätze erhalten werden, wie gut die Ausbildung und das Studium durch internationale Zusammenarbeit gestaltet werden oder ob es bezahlbaren Wohnraum gibt. Das sind wichtige Themen, die auch junge Menschen bewegen und da müssen wir eben besser werden. Da muss das Europäische Parlament auch besser kommunizieren, dass wir etwas für junge Menschen machen wollen und dass sie eigentlich ja auch die Zukunft für Europa sind. Und gerade da muss deutlich werden, dass wir Politik mit jungen Menschen machen wollen, statt über sie. Also bisher passiert da zu wenig, Ihrer Meinung nach? Genau, auf jeden Fall. Und ich versuche, eine junge Stimme aus Mecklenburg-Vorpommern im Europäischen Parlament zu sein, um eben diese junge Perspektive auch einzubringen und gleichzeitig deutlich zu machen, dass wir auch mehr für junge Menschen in der Europäischen Union tun müssen. Das heißt nicht, dass wir jung und alt gegeneinander ausspielen. Vielmehr ist es ein Miteinander, um gemeinsam die Europäische Union voranzubringen.
Ja, Herr Dopp, Sie haben jetzt mehr oder weniger das Schlusswort nochmal hier ganz kurz zusammenzufassen, was Mecklenburg-Vorpommern und Europa ausmachen. Ja, ganz genau. Also erstmal möchte ich sagen, ich freue mich total nach meinen ganzen Vorrednern, dass wir, glaube ich, heute alle begeisterte Europäer hier sind. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage, auf die man auch aufbauen kann. Auch ich bin begeisterter Europäer. Allerdings bin ich auch so begeistert von Europa, dass ich auch sagen muss, man kann es an einigen Ecken und Kanten auch noch besser machen. Mecklenburg-Vorpommern profitiert wahnsinnig von Europa. Mecklenburg-Vorpommern ist durch die Kohäsionsfonds, insbesondere die Landwirtschaftspolitik und die ländlichen Räume, Nettoempfänger. Müssen Sie immer so ein bisschen übersetzen, Kohäsionsfonds? Ja. Kohäsionsfonds, das sind zum Beispiel EFRE, ELA und so, das sind im Prinzip diese Förderfonds der Europäischen Union, durch die die Sportplätze... EFRE ist der Europäische Fonds für regionale Entwicklung. Ländliche Entwicklung. Ländliche Entwicklung gibt es noch. Und ESF gibt es auch noch, soziale ESF, Entwicklung, also soziale gibt es auch schon. Okay. Ne? Und da profitiert Mecklenburg-Vorpommern insbesondere durch den landwirtschaftlichen Bereich wahnsinnig von so sehr, dass wir mehr Geld kriegen, als rein rechnerisch pro Kopf überweisen. Also auch in die ländlichen Räume, die profitieren. Da, von die Europa profitieren und das müssen wir auch erhalten. Allerdings muss man auch sagen, im Großen profitieren wir natürlich noch viel mehr. Wir haben es schon gehört, wir liegen inmitten Europas und von der europäischen Wirtschaft, vom gemeinsamen europäischen Markt, von der Freizügigkeit profitieren wir wahnsinnig. Und nur mit diesem gemeinsamen Markt kann auch unsere Wirtschaft, auch hier im Land, wieder aus der Rezession rauskommen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das heißt aber nicht, dass wir in den kleinen Sachen, Bürokratielast, Nachweispflichten und so, nicht noch deutlich besser werden können. Genau. Und dafür kämpfe ich genauso. Herr Dopp, jetzt noch ganz kurz Ihre Botschaft in die Kamera da. Alle sollten zur Europawahl gehen, weil es wichtig ist, dass für diese wichtigen Wahlen des Europäischen Parlaments ihr demokratisches Recht ausgeübt wird. Es kommt auf jede einzelne Stimme an. Das künftige Europäische Parlament wird darüber entscheiden, wie es weitergeht. Ob es die Energieversorgung ist, ob es der Krieg in der Ukraine ist. Und da ist es wichtig, dass wir verlässliche PartnerInnen haben, demokratische PartnerInnen. Und zwar solche, die die Europäische Union und das Europäische Parlament nicht abschaffen wollen, sondern vielmehr gerechter, besser und stärker machen wollen. Das Europäische Parlament braucht wieder eine starke liberale Stimme, um Bürokratieabbau zu fördern und die Wirtschaft weiter zu stärken. Mecklenburg-Vorpommern liegt im Herzen Europas und Sie entscheiden am 9.6. mit Ihrer Stimme darüber, ob diese Zukunft Mecklenburg-Vorpommerns in der Nachhaltigkeit der Industrie ist und ob wir aus Europa das Beste rausholen. Deswegen gehen Sie wählen. Wir kämpfen für ein Europa, was den Menschen gehört und nicht den Konzernen. Wir kämpfen für ein Europa, was frei ist von Korruption und was sich wirklich dafür einsetzt, dass allen ein gutes Leben ermöglicht wird. Und deswegen ist es enorm wichtig, am 9. Juni eine starke Linke ins EU-Parlament zu wählen. Charlotte, du bist meine Lieblingskollegin. Und zwar, ich weiß, dass du auch natürlich begeisterte Europäerin bist. Was nimmst du jetzt aus unserer Runde mit? Ja, also ich muss sagen, als Abschlusswort, ich finde es eine tolle Runde gewesen. Schöne Diskussion, schöne Diskussionsgrundlagen. Ich kann auf jeden Fall auch nur weitergeben und mitnehmen. Ich gehe auf jeden Fall wählen. Ich hoffe, du auch. Natürlich gehe ich wählen. Ich werde Briefwahl machen, weil ich ein bisschen gehandicapt bin im Moment irgendwie. Aber natürlich freue ich mich auch auf meine nächste Italienreise, muss ich sagen. Weil es ein wunderschönes Land ist, da kann man gut hinfahren. Und da kann man natürlich auch auf europäischer Ebene sehr gut Urlaub machen. Und das ja in ganz Europa. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen jetzt einen guten Rundumschlag geben. Gehen Sie wählen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gäste, vielen Dank. Wir sehen uns dann bei einer neuen Ausgabe von Talk in der Markthalle hier aus der Hansestadt Wismar wieder. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.